Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream in diesem Jahr. Nach einer längeren Pause sind wir wieder zurück und das auf unserem deutschen YouTube-Kanal, den wir neu geschaffen haben. Wir wollen euch auch in diesem Jahr wieder unterhalten, inspirieren, informieren. Und was könnten wir einen besseren Startschuss haben, als Weitgereiste bei uns sitzen zu haben? Herzlich willkommen, die Moped-Hiker. Das ist Mo und Niki. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und ihr habt noch jemanden mitgebracht. Nämlich den Teddy. Und den müssen wir natürlich auch erstmal einblenden. Ist er denn eingeschlafen schon? Da unten. Tabata. Genau. Warum Teddy dabei ist und wie ihr euch getroffen habt, das werden wir alles noch besprechen. Ihr seid 2017 im Dezember auf eure Weltreise angetreten und seid 3,5 Jahre unterwegs gewesen. Und seid jetzt zurückgekommen im Sommer. Erstmal die erste Frage: Wie geht's euch? Wie seid ihr wieder angekommen? Und die wichtigste Frage: Wie hat Teddy sich akklimatisiert? Wie geht's denn mit dem Klima um? Ja, erstmal danke. Schön, dass wir hier sein können. Uns geht's gut. Wir haben uns hier wieder gut in Deutschland eingefunden. Und ich glaube, dem Teddy, dem geht's hier auch richtig gut. Der ist auch glücklich, hier zu sein. Dem war das in Mexiko manchmal, also hier das Klima, das gefällt ihm gut. In Mexiko war es ihm schon manchmal zu heiß und jetzt hier ist es mildere Temperaturen, tun ihm ganz gut. Es ist ein Mitbringsel von eurer Weltreise, kann man das so sagen? Und wir werden gleich noch darauf kommen, wie das alles zustande kam. Aber ist das eure lebende Erinnerung, die ihr täglich seht? Kann man das so sagen? Ja, doch schon, glaube ich schon. Ja. Also wir wollen natürlich gleich nochmal ganz im Detail drauf eingehen, weil wie ihr wisst, wir haben natürlich mit dem Thema Weltreise immer viel zu tun und ihr seid aus Marburg, das ist von Rauschenberg 10 Halbe Minuten. Stunde. Also wir sind ganz nah dran und ihr hattet Kontakt, wir hatten eigentlich zufällig Kontakt ihr wart hier beim Open House und wir haben gedacht, ihr habt von eurer Weltreise erzählt und so kam dieser Kontakt zustande. Und du hattest eben gerade gesagt, die Tasse kennst du. Du kannst ja mal kurz erzählen, das war ja der erste Kontakt im Prinzip, ne? Genau, das war da, es müsste 2016 gewesen sein. Da hatte SW Motech ein Gewinnspiel gemacht. Das war vor dem Open House und es gab so einen Truck, der irgendwo aufgestellt wurde von SW Motech. Und das Gewinnspiel war, du fährst mit deinem Motorrad zu diesem Truck, postest ein Selfie auf Facebook und schreibst was dazu und dann kannst du zum Open House gehen und dir diese schöne Tasse mitnehmen. Und genau, das habe ich damals gemacht und das war der Erstkontakt, den wir mit euch so hatten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und waren dann überglücklich. Wir hatten erzählt von unseren Weltreiseplänen und waren überglücklich, als wir dann von euch Unterstützung bekommen haben für die Reise. Ihr habt damals beide in Marburg studiert zu der Zeit. Wann kam die Entscheidung, dass ihr eine Weltreise machen wollt, sobald ihr euer Studium fertig habt? Könnt ihr euch noch erinnern dran? Es gab nicht so den einen Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen festen Entschluss gepackt hätten und auf den wir das zurückführen können, so richtig. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall nach meinem Studium für eine längere Zeit reisen möchte, was von der Welt sehen möchte. Diesen Plan hatte ich aber auch schon, bevor ich Mo überhaupt auf dem Marburger Weihnachtsmarkt dann kennengelernt habe. Und ja, als wir uns dann getroffen hatten, kam dann so raus, dass Mo ein Motorrad hat. Und dann sind wir mal in den Semesterferien für 4 Wochen los Richtung Osten aufgebrochen. Damals mit 2 großen Rucksäcken bepackt auf dem Motorrad, wo wir dann auch gemerkt haben, ja, wenn es denn mal eine längere Reise werden soll, dann müssen wir uns eine bessere Gepäcklösung überlegen, dass wir es ein bisschen bequemer haben. Und dann ist das so mit der Zeit entstanden, der Gedanke, dass wir diese Weltreise dann auf dem Motorrad machen möchten, auch inspiriert von anderen Reisenden, denen wir oft im Podcast gelauscht haben damals. Das heißt, ihr habt dann schon geguckt, wer macht das auch so, wer ist da unterwegs, wer hat Reisen schon, wer hat davon berichtet und habt euch informiert einfach. So wie jetzt andere Leute sich gerade informieren, weil sie interessiert sind, wie ihr das gemacht habt. Ganz Genau, genau. es gab diesen Pegaso-Reise-Podcast und da war dann Geschichten von Erik Peters und
anderen Motorradreisenden, die uns total inspiriert haben. Und dann kam irgendwann die Entscheidung Südamerika. Das heißt, das ist ja auch unser, also ihr wart ja in Südamerika und das ist ja auch, hatten wir tatsächlich noch so noch nie. Wir hatten viel schon Richtung Osten, aber Südamerika, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir das jetzt hier schon bearbeitet haben. Deswegen finde ich es auch sehr spannend. Und ich habe auch euren Blog gelesen. Ihr habt da sehr viel Liebe und Mühe reingesteckt, eure Reise zu dokumentieren über den Blog. Habt ihr das vorher auch schon geplant gehabt, dass ihr das machen wollt, oder hat sich das erst so ergeben nach und nach? Die Webseite, da stand ja schon, ne? Genau, die hatten wir auch schon vorher ins Leben gerufen gehabt, tatsächlich dann auch für diese ersten 4 Wochen, von denen ich gerade davor erzählt hatte. Da haben wir tatsächlich täglich jeden Abend da so einen kleinen Eintrag geschrieben und haben einfach gemerkt, okay, es macht nicht nur uns Spaß und ist im Nachhinein irgendwie für uns total schön, dieses Tagebuch darüber geführt zu haben, sondern es interessiert und unterhält auch andere Leute. Das war dann so diese Mischung aus, es macht uns Spaß und es gab ein gutes Feedback, dass wir das weitergemacht haben. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal in eure Weltreise rein. Ihr seid damals, im Dezember 2016, ihr habt euch entschieden, dass ihr mit dem Frachtschiff rüberfahrt. Ich habe da ein paar Bilder rausgesucht und ich zeige euch, wir blenden die einfach mal ein und ihr erzählt ein bisschen was darüber. Ich würde die Nina bitten, dass sie das einblendet. Dann könnt ihr einfach ein bisschen, das war euer Schiff, mit dem ihr losgestartet seid. Wo ging das Ganze los und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das über ein Schiff zu machen? Das war die, wie hieß sie? Die Grande Amburgo. Grande Amburgo. Und genau. Wie lange wart ihr auf dem Schiff vor allem? Ja, also das waren jetzt viele Fragen. Ja, Entschuldigung. Also das war eine italienische Reederei, mit der wir da losgefahren sind. Und dieses Schiff, die Grande Amburgo, das ist ein sogenanntes Ro-Ro-Schiff, Roll-On, Roll-Off. Das heißt, das ist ein Containerschiff, wie man gerade auf dem Bild gesehen hat, werden da Container aufgeladen. Aber es ist auch ein riesengroßes Parkdeck auf diesem Schiff. Ich glaube, auf 11 Decks wurden da Autos vor allem transportiert, aber auch riesengroße landwirtschaftliche Maschinen, Feuerwehrautos, LKWs und ich glaube, es sind insgesamt um die 2000 Autos, die auf diesem Schiff über den Atlantik transportiert worden sind. Und unsere ursprüngliche Idee war es, dass wir unsere Reise komplett ohne ein Flugzeug machen. Also wir wollten mit dem Schiff rüberfahren und wollten mit dem Schiff weiterfahren und die Welt ursprünglich umrunden, ohne einmal in einem Flugzeug gesessen zu haben und quasi jeden Kilometer so mitzubekommen. Und das Schiff ist losgefahren in Antwerpen in Belgien. Das heißt, wir sind damals im Dezember durch Schnee und Eis über die Autobahn nach Belgien gefahren. Hatten uns dann noch solche Heizkissen und sowas. Wir hatten jetzt keine fancy Ausrüstung dafür gehabt. Einfach nur so kleine Dinger, die man so knicken kann, die dann warm werden, haben wir uns in die Stiefel und in die Handschuhe gepackt. Aber es war bitterkalt. Und sind dann auf das Frachtschiff draufgefahren. Wir konnten dann mit dem Motorrad über so eine kleine Rampe auf dieses Parkdeck drauffahren. Genau, und dann sind wir losgefahren. Und waren dann über Weihnachten und Silvester auf dem Boot. Insgesamt waren wir tatsächlich 42 Tage auf dem Schiff. Haben immer mal wieder an verschiedenen Hafenstädten Halt gemacht. Wir waren in Senegal, in Dakar. Wir waren in Hamburg. Aber für uns war es von Marburg aus näher nach Belgien zu fahren, als nach Hamburg zu fahren, zum Losfahren. In Spanien, dann waren wir an einigen Häfen in Brasilien, haben einen Abstecher nach Argentinien gemacht und sind dann in Uruguay mit dem Motorrad von dem Boot runtergefahren. War total unkompliziert. Die haben im Endeffekt von der Reederei den Papierkram für uns erledigt. Das heißt, wir konnten uns auf das Motorrad draufsetzen und aufbrechen in die Welt, ohne dass wir uns noch um irgendwas kümmern mussten. Das hört sich jetzt eigentlich mal super entspannt an. So. Und auch irgendwie ein guter Start in so eine Reise, oder? Ich glaube, das war auch vielleicht ein Hintergrund, oder? Ja, absolut. Ihr hattet dann ja Zeit, euch Pläne zu machen. Ich habe schon die erste Frage von Motorcyclist. Was kostet die Überfahrt? Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr bezahlt habt? Ich glaube, es waren so um die 2000 pro Person. Ja.
Und für das Motorrad als Begleitfahrzeug haben wir dann 700 € Das bezahlt. klingt erstmal nach sehr viel, also es ist auch sehr viel. Ja. Man kann sich das aber auch ein bisschen schön rechnen, weil wir halt wirklich 42 Tage lang Vollverpflegung bekommen haben. Wir haben da das Zimmer bekommen, die haben den ganzen Papierkram für uns erledigt. Und wenn man jetzt alternativ zum Beispiel fliegen würde, und dann zuerst rüberfliegen würde und dann in dieser Hafenstadt ist, dann müsste man Verschiffung bezahlen vom Motorrad, was auch dann nochmal teurer ist als diese 700 €, die wir jetzt gezahlt haben. Wenn man dann ein Hotel hätte und darauf warten würde, bis das ankommt, dann muss man auch diesen ganzen Papierkram in die Hand nehmen. Es kommt dann nicht auf so viel Geld vielleicht hinaus, aber ist auch, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine tolle Erfahrung und ich würde es wieder machen Okay. sofort. Es war wirklich toll. Ja. Man kommt richtig runter und man kriegt langsam jeden Kilometer mit, den man näher an sein Ziel ankommt. Und es ist nicht so, ich setze mich ins Flugzeug rein und bin auf einmal in diesem neuen Land, sondern ich komme langsam an. Habt ihr dann, ihr seid ja auch nah an euren Motorrädern gewesen? Seid ihr dann immer ab und zu mal vorbeigegangen und habt geguckt, ob noch alles dran ist? Ob sie noch da sind? Ich glaube, so zwei, drei Mal haben wir es schon gemacht, ne? Ja. Ja, aber alles gut. Okay. Aber ja, das hört sich cool an. Und was hast du gesagt, 42 Tage? Ja. Genau. Das heißt, Ich habe diese Überfahrt gemacht. Ich habe hier, müssen noch einmal kurz einblenden, weil ich das total cool finde, dieses eine Foto von dir, von der Überfahrt. Und zwar müsste ich, hier ist es, einmal kurz meinen Bildschirm. Das ist eine Taufe. Genau, das war nachdem wir den, oh Den Gott, Äquator. den Äquator, genau, nachdem wir den Äquator gekreuzt haben, gab es diese Äquator-Taufe und das auf der rechten Seite, das war der zweite Offizier oder irgendwie, ich weiß nicht, was er da, auf jeden Fall eigentlich ein hohes Tier da im Team dieses Frachtschiffs. Und die haben dann rituell jeden Passagier, es waren noch so ein paar andere Reisende neben uns da, haben sie getauft und dann waren noch Kadetten mit an Bord, die wurden auch getauft. Dann haben wir noch eine Urkunde bekommen, war eine Gaudi gewesen. Ich habe hier noch ein Bild, da habt ihr auch Weihnachten gefeiert dann, ne? Richtig. Das ist hier die Crew. Der Koch ist, glaube ich, Italiener gewesen, wenn ich mich recht erinnere, was für euch wahrscheinlich gar nicht so schlecht war. Das war toll. War wirklich gut. Ja, und wie du sagst, Vollverpflegung ist ja was Feines, und wenn du dann so eine Zeit da auf dem Schiff hast. Genau, das ist schon, dann sind wir hier schon in der Reise drin. Das war, glaube ich, einer eurer ersten Campingplätze, meine ich, was ich auch in eurem Blog gelesen habe. Genau. Ihr, da komm ich jetzt gleich zu, weil das Interessante ist, ihr könnt wieder zurückschalten. Ihr seid komplett mit dem Zelt unterwegs gewesen und das war auch euer Ziel, dass ihr den Großteil eurer Reise im Zelt übernachtet. Ja, auf jeden Fall. Und das war auch, also da habt ihr auch weniger Ausnahmen gemacht, glaube ich, oder? Also wahrscheinlich Couchsurfing oder Ja, wie war grundsätzlich euer Plan für eure Weltreise mit Übernachtung? Das war, ja, erzählt mal kurz. also einerseits wollten wir natürlich viel, viel Zeit in der Natur auch verbringen. Und es gab natürlich auf unserer Route Länder, wo sich das auch besonders gut angeboten hat. Gerade jetzt, wo wir eben waren, in Argentinien und auch in Chile. Und da ist also die Natur atemberaubend und es sind ja riesige Länder mit sehr viel freien Flächen, wo man echt, wenn es der Wind erlaubt, unten im Süden sein Zelt aufschlagen kann, wo man möchte. Also da hatten wir echt, also auch manchmal so Zufallsfunde, echt wahnsinnig tolle Zeltplätze, an die wir auch heute noch gerne zurückdenken. Aber ja, genau, wir haben auch Couch gesurft. Wir hatten aber auch Einladungen spontan vor Ort von Einheimischen, wo wir nie Nein gesagt haben. Aber manchmal haben wir uns natürlich auch mal, wenn wir irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen die Batterie aufladen, ein Zimmer genommen oder, ne, wenn wir mal so einen richtig kalten
nassen Tag hatten, um einfach mal die Klamotten richtig gut trocknen zu können und so. Also da waren wir jetzt nicht dogmatisch unterwegs. Ja. Es war aber auch irgendwie so ein bisschen bei uns auch eine Frage des Budgets, dass wir so viel gecampt haben, weil wir einfach ein begrenztes Budget hatten. Und ja, dann in Ländern, wo es günstiger war, ein Zimmer zu nehmen und wo es manchmal auch schwieriger war zu campen, haben wir dann auch ein Zimmer genommen. Und dann gab es auch immer mal wieder etappenweise Phasen, wo wir freiwillig irgendwo gearbeitet haben und irgendwo mitgeholfen haben und dann dafür Kost und Logis waren, wo wir dann halt auch übernachten konnten für einen längeren Zeitraum. Nochmal kurz die Rückfrage, Motorcyclist, danke nochmal für die Rückfrage. Der Preis ist okay, sagt er, oder wie, oder wer auch immer. Rückweg das Gleiche ist die Frage. Wie seid ihr wieder zurückgekommen? Könnt ihr die Frage beantworten? Ihr seid anders wieder zurückgekommen, ja. Ne? Das heißt, könnt ihr gar nicht so sagen. Nein, wir hatten es ursprünglich geplant. Wir hatten ein Ticket für ein Frachtschiff gebucht, dann von Kanada, von Halifax aus, wollten wir nach Europa fahren, wären wieder mit dem Frachtschiff gefahren. Es kam aber die Pandemie dazwischen und die hat es uns nicht mehr ermöglicht, bis nach Kanada zu kommen. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also es wäre sogar für diesen Weg günstiger gewesen auch. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber... Um die 1000 Euro von Halifax aus. Die Strecke ist bis kürzer, sind nur 10 Tage dann. Ja. Aber es gibt nur wenige, die das anbieten, ne? Oder wahrscheinlich, weil es ist jetzt nicht so, dass da eine riesen Auswahl an Anbietern ist, mit denen man das machen kann, ne? Aber zu finden ist es auch einfach oder habt ihr da länger recherchiert? Wir haben das ganz normal über eine Suchmaschine gefunden. Wir haben schon eine Weile recherchiert, aber er kann gerne auf uns zukommen. Ja. Wir beraten da auch. Da irgendwie Gibt es in eine Frage ist, gibt es in Chile viele Machos? Das ist eine spezielle Frage, könnt ihr das beantworten? Wir haben eine Zeit lang in Santiago de Chile Couch gesurft und waren dann so ein bisschen in der Studentenszene da unterwegs. Und bei denen war das schon so ein gesellschaftlich-politisches Thema. Also da gab es eine Gegenbewegung innerhalb der Studenten. Und die haben das schon sehr stark thematisiert, den Machismo. Das ist wirklich ein Thema da drüben. Okay. Da sind die Strukturen noch patriarchaler, als es hier bei uns ist, würde ich sagen. Okay. Das ist ja auch für dich, hast du das empfunden in Chile? Anders als in anderen Ländern? Oder? Nein, also in vielen Ländern jetzt von Südamerika habe ich schon gemerkt, dass halt Mo angesprochen wird, sei es jetzt an der Tankstelle oder so, dass gerade von Männern, dass dann auch erwartet wird, dass er antwortet. Also das Problem war nur, dass Mo nicht so gut Spanisch sprechen konnte wie ich. Und dann haben ihn oft die Leute ihn angesprochen auf Spanisch, ihm Fragen gestellt, die er gar nicht verstanden hat. Dann habe ich geantwortet und sie haben aber dann darauf wieder Mo geantwortet und dann war das manchmal eine komische Konstellation, aber ich habe das aber auch so wahrgenommen, dass das teilweise für die eine Frage des Respekts war, dass es dann als Respekt, dass sie vielleicht meinen, ich würde es als respektlos empfinden, wenn sie mit meiner Freundin sprechen. So habe ich es wahrgenommen. Ja, in die Richtung kann man es natürlich auch denken, ja. Wie man, vielleicht war es auch manchmal so, kann man jetzt wahrscheinlich im Nachgang schwer analysieren. Aber spannend, das ist interessant. Ich habe noch eine Frage. Alex ST, den hatten wir schon öfters, das ist ein fleißiger Zuschauer von uns. Hatte sie von Anfang an Motorradführerschein oder mit der Einstellung als Beifahrerin dabei? Also das ist ja eine spannende Frage. Und du hast vorher einen Führerschein gemacht, ne? Kurz vor der Reise. Genau, wir sind aber nur auf einem Motorrad gestartet und bis kurz vor der Reise dachten wir eigentlich, Mo fährt und ich bin auch gerne hinten drauf. Und dann hat es mich aber dann
doch irgendwie gepackt, der Gedanke, dass wir vielleicht da doch ein bisschen länger unterwegs sein werden und ich dann vielleicht ja doch auch mal selbst gerne fahren würde. Mhm. Und dann habe ich noch ganz kurz vor der Abreise meinen Führerschein gemacht, worüber ich dann auch im Nachhinein sehr glücklich war. Aber das war wirklich so kurz davor, dass ich das erste Mal nach meinem Führerschein dann in Uruguay gefahren bin, mit Mo hinten drauf und dem ganzen Gepäck. Das war schon was anderes als in der Fahrstunde. Gleich mit ordentlichem Handicap und die harte Generalprobe. Ja. Interessant, okay. Ja, also das war auch recht und dann abenteuerlich. Gleich dann Offroad gleich auch? Also schon auf, das waren ja dann nicht nur Asphaltstrecken, die du gefahren bist, oder? Ja, aber ich habe erstmal schon dann auf den Asphaltstrecken angefangen. Also, das Lustige, auf jeden Fall, ja. Das Motorrad ist ja auch so hoch und das Lustige war, wenn ich nicht hinten drauf saß, dann war das Motorrad zu hoch. Also ich musste hinten drauf sitzen, damit das Motorrad tief genug ist, damit Niki überhaupt mit den Füßen ordentlich auf den Boden gekommen ist. Und ich hatte echt Respekt, dass sie sich das zugetraut hat, sofort auf dieses schwere Ding mit Sozius hinten drauf. Kurz zum Motorrad, ihr seid mit einer Tiger, was war das, eine 700, ich habe es mir aufgeschrieben, 709, eine T709, das ist ein älteres Modell, ne? Oder gibt es die auch, also das ist die Tiger 800, so die man so kennt, oder was ist das genau? Nee, also das ist eine Baujahr 1999, die T709, das war die erste Tiger, die Einspritzung hatte, 885 Kubik, hat auch optisch mit der 800er nicht so viel gemein, also man erkennt schon, dass es irgendwie das gleiche Modell ist, aber nochmal eine deutlich ältere Generation. Genau, ja, groß und schwer, 240 Kilo vollgetankt, aber war genau für uns das Richtige, weil wir halt zu zweit darauf gefahren sind, dass wir es mit dem ganzen Gepäck beladen konnten. Das Motorrad hat eine Zuladung von 240 Kilo und damit hatten wir wirklich den Raum, all unser Zeug zu verstauen. Wir hatten, ja, man sieht es auf diesem Bild sehr schön. Ja, wir können das mal kurz einblenden, genau. Das war relativ am Anfang in Argentinien, ne? Wir waren, wie man sieht, gnadenlos überladen. Also, hat man Niki oder den Sozius überhaupt gesehen, wenn er drauf gesessen hat? Also in dem Moment macht der Sozius gerade, die Sozia macht das Foto, aber wahrscheinlich so der Helm, der hat so ganz knapp davor geguckt. Am Anfang nimmt man einfach zu viel Zeug mit und wir haben uns schon gedacht, wir reduzieren uns. Wir hatten aber auch 2 Spiegelreflexkameras und 5 Objektive dabei. Wir hatten halt unsere Campingausrüstung mit diesem großen Zelt dabei, wir hatten ein Stativ dabei, wir hatten 2 Computer dabei, weil wir auch von unterwegs gearbeitet haben. Stühle, dann den SWMotech-Tisch, der nimmt nicht viel Platz weg. Aber das kommt dann doch ein bisschen was zusammen. Dabei hatten wir jetzt gar nicht so viel Klamotten als solche dabei. Ja, aber auch diese 2 Wanderrucksäcke, die haben auch Platz weggenommen, weil wir uns noch offen halten wollen, dann manchmal auch für ein paar Tage in die Berge zu gehen. Wandern ist ein gutes Stichwort, denn ihr heißt ja Moped-Hiker und das ist ja eine Kombination aus Motorradfahren und Hiken, also Wandern. Das habt ihr auch gelebt und habt ihr auch viel gemacht. Ihr habt das kombiniert, ne? Ja. Und das war von Anfang an auch der Plan, deswegen auch der Name. Richtig. Ja. Und diese Leidenschaft Wandern und Motorrad, seht ihr das als eine Kombination an, die wirklich, also ist das eine Kombination, die auch wirklich viele Leute vielleicht nicht sehen oder vernachlässigen und sich vielleicht auf eine Sache festlegen? Und ist das eine Sache, die für eine Weltreise gut passt? Wie ist euer Fazit, nachdem ihr das so lange betrieben habt? Würdet ihr es genauso wieder machen, so mit diesen vielen Pausen auch? Ja, absolut. Absolut. Also für uns war es genau die richtige Kombi. Es hat sich super ergänzt. Und es sind 2 sehr verschiedene Arten des Reisens und Unterwegssein, die aber beide für sich sehr große Reize für uns haben. Und man nimmt dann nochmal bei beiden ganz anders seine Umwelt wahr und freut sich auch dann wieder jeweils auf das andere, wenn man ein paar Tage lang
zu Fuß oder auf dem Motorrad unterwegs war. Und es war ein super Wechsel und auch jeweils ein ganz anderes Eintauchen. Ich finde, was beides verbindet, ist so dieses in der Natur sein und die Natur wahrzunehmen. Wenn man irgendwo Gerüche hat, man riecht es, ob man auf dem Motorrad sitzt oder ob man am Wandern ist. Man ist nah an der Natur dran, nah an seiner Umgebung dran. Und das, ja, erlebt man in beiden. Und was mir halt auch, man kennt das, wenn man so wirklich mal ein paar Kilometer runtergerissen hat und irgendwann tut einem der Hintern weh. Und wenn man dann wandern geht, gibt es einen totalen Ausgleich zum Motorradfahren. Dann, wenn man aber ein paar Tage wandern war, dann ist man auch wieder müde und man freut sich, wenn man sich wieder aufs Motorrad setzen kann. Und damit ergänzt sich das sehr gut. Ja, das hört sich für mich wirklich nach einer guten Kombination an, weil die gerade, wie ihr sagt, ne, dass man halt diese Abwechslung hat. Weil wenn man nur Motorrad fahren würde und nicht wandert, würde man halt eine andere Pause machen, ne, und müsste einen anderen Ausgleich sich vielleicht suchen. Weil ihr wart ja, wie wir schon gesagt haben, 3,5 Jahre unterwegs und ihr wärt ja wahrscheinlich vielleicht sogar noch, also ihr wärt ja noch weiter gefahren auch. Ne? Auf jeden Fall, das wären wir. Und ich glaube, das geht nicht, wenn man nur Motorrad, also es geht auch, aber dann muss man eine andere vielleicht, also einen anderen Zugang dazu haben. Also ich glaube auch, dass dieser Ausgleich wichtig ist, weil das Thema Reisemüdigkeit, da seid ihr ja auch drüber gestolpert. Ja, ich glaube, das geht vielen Reisenden so. Wann habt ihr das erste Mal gehabt, dass ihr so gesagt habt, oh, jetzt würde ich gerne einfach auf dem Sofa sitzen oder nach Hause gehen und unter die Dusche und mein festes Umfeld haben und nicht nach einer Bleibe suchen? Habt ihr das relativ früh gehabt oder kam das erst später im Lauf der Reise? Ich kann mich daran erinnern, das war, als wir in Peru waren. Das muss also schon relativ spät. Nach einem Jahr ungefähr. Ja, nach über einem Jahr. Was relativ spät ist. Ich glaube, andere haben das früher. Vielleicht ist die Lösung dann schon das Wandern gewesen. Ja, lag auch daran, dass wir uns echt Zeit genommen haben und nicht durch diese Länder durchgehetzt sind. Und so hat uns das einfach sehr lange sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht, wo ihr wandert, und zwar in Feuerland. Das finde ich traumhaft schön, diese Bilder, deswegen können wir die mal kurz einblenden. Das ist hier, glaube ich, das ist der südlichste Punkt von Argentinien, oder also sehr weit unten, ne? Das ist die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia, und es ist nicht sehr viel weiter südlich, kommt man an den südlichsten Punkt, den man überhaupt mit einer Straße auf der Welt erreichen kann. Und Ushuaia ist bitterkalt und es gibt nur so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo man da unten wirklich reisen kann. Deswegen sind wir auch damals dann im Dezember los, weil auf der Südhalbkugel ist es ja mit den Jahreszeiten andersrum. Wenn hier Sommer ist, ist da Winter. Genau. Und deswegen kann man auch eigentlich nur in dem deutschen Winter unten in Ushuaia es aushalten. Ansonsten ist es da total kalt und eisig. Und es ist sehr windig, ne? Das sieht man auf diesem Bild. Ja. Damit habt ihr schon zu kämpfen gehabt mit dem Wind da unten, ne? Auch gerade beim Zelten. Ja, das war schon eine Ansage. Also man wird ja von anderen Reisenden immer ganz gut vorgewarnt so, und weiß dann, worauf man sich einlässt. Aber also ist absolut möglich, ne? Also war auch irgendwie spannend, mal wirklich in dieser Situation zu sein. Du kannst jetzt einfach keine Pause machen und dich weg von deinem Motorrad begeben, weil es wird umfliegen. Ja. Und du hast beim Geradeausfahren so eine Schräglage. Ja, genau. Und es ist laut gegen den Helm. Ja, aber also irgendwie auch. Also es war echt eine interessante Erfahrung, diesen Naturgewalten so ausgesetzt zu sein. Und das haben wir auch irgendwo gesucht und in Patagonien auf jeden Fall auch gefunden. Ja. Also, ja. Und dann, als ihr ganz unten angekommen seid, seid ihr erstmal wandern gegangen und habt das da, diesen Nationalpark, erobert. Ne? Und ja, diese Bilder, die wir gerade gesehen haben, die sind wirklich echt, also das ist beneidenswert auf jeden Fall. Und ich habe eine Frage von unseren altbekannten Adventurist-Freunden. Ah. Grüße nach draußen, Glückwunsch zur Motorradwahl. Gut gemacht. Müssen wir mal gucken, wie wir euch ausstatten. Die Frage von Sophie und Luke sind, die machen ja auch bald eine Weltreise, die fahren ja im Sommer, geht's los bei denen. Die haben jetzt ihre Prüfung hoffentlich alle bestanden.
Und dann geht's ab. Ich drück die Daumen. Von Pärchen zu Pärchen seid ihr euch ab und zu mal richtig auf den Sack gegangen. Und wie habt ihr das gehandhabt? Spannende Frage. Also momentan seid ihr ganz, es sieht so aus, als ob es so gut gegangen ist in letzter Zeit. Ja, aber wir mögen uns noch. Ja. Wir haben die 3,5 Jahre überstanden zusammen. Und ich glaube, das ist auch eine Feuerprobe. Wenn man sowas zusammen schafft, das schweißt auch zusammen und dann kann einen auch nicht mehr so viel erschüttern. Natürlich, man ist 24/7 die ganze Zeit zu zweit unterwegs und du schläfst im gleichen Zelt und manchmal nach so einer Wandertour, wo du 8 Tage lang ohne Duschen zu zweit gleichen Zelt liegst, im Schlafsack nebeneinander, da muss man sich auch lieb haben. na klar, gibt es Situationen, die schwierig sind, aber im Nachhinein betrachtet waren das nur wenige Male, wo wir uns so richtig in die Haare gekriegt haben. Ich würde sagen, am Anfang, das erste Jahr, war es mehr gewesen als später. Irgendwann haben wir uns so reingegroovt, weil es war für uns beide natürlich eine neue Situation und erstmal sich an diesen neuen Lebensstil zu gewöhnen, indem man auch in einigen Extremsituationen ausgesetzt ist. Das ist dann schon eine Probe für die Beziehung. Aber wir haben uns immer am Ende des Tages wieder vertragen, und man lernt, Kompromisse einzugehen und man lernt auch, Konflikte zu führen. So. Und die vor allem sehr schnell auch zu lösen, weil es muss ja weitergehen, wenn du irgendwo auf 4000 Metern in der Hochwüste stehst und dann zu zweit weiterfahren musst. Dann muss man halt auch mal über seinen Schatten springen und einfach sagen, ja, dann geht's halt jetzt weiter. Und muss ich mit dem wieder auf den Motorrad steigen. Genau, und du musst am Ende des Tages mit der Person wieder im Zelt liegen und zu zweit auf dem einen Motorrad sitzen. Ja, weil man kann halt sich halt auch nicht zurückziehen, ne? Nee. Gar nicht. Ja. Null. Spätestens abends im Zelt kommt wieder einer angekrochen. Oder wenn er Hunger hat. Das ist, glaube ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Herausforderung ist, ne? Ich glaube, wir haben auch innerhalb von dem ersten Jahr mehr Zeit zusammen verbracht als manche Leute in 20 Jahren Ehe. Weil wir wirklich 24/7 immer zu zweit waren. Mhm. Ja, ist auch die Sache dann immer mit dem Reden. Man muss auch, glaube ich, schweigen können zusammen. Das ist ja, oder? Also diese Ruhephasen. Es gibt ja Leute, die können Ruhephasen nicht gut aushalten und müssen immer irgendwie was reden. Ich glaube, wenn man das als Pärchen, wenn man so eng zusammenhockt und das nicht hinkriegt, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Aber ihr habt Respekt, dass ihr das alles, also ich finde das super und 3,5 Jahre ist wirklich eine lange, lange, lange Zeit. Und umso schöner, dass ihr zusammen, beziehungsweise zu dritt, was macht eigentlich Teddy? Teddy schläft. Ja, der schläft. Okay. Ich habe noch eine, von Motocyclist, der eben die Frage gestellt hatte, auch mit dem Führerschein. Mhm. Zu zweit mit Zelt und viel Gepäck auf einem Moped Respekt. Das erstmal die Vielen Aussage. Dank. Ja. Und dann noch die Frage, führt das Überladen zu Problemen mit Ordnungshütern oder ist das im Ausland egal? Habt ihr da Konfrontationen gehabt, irgendwelche Ereignisse? Nee. Nicht im geringsten. Nee. Das interessiert eigentlich niemanden. Also wir können jetzt ja nur von Süd- und Mittelamerika berichten und da interessiert sich auch niemand für irgendwie TÜV oder den technischen Zustand des Motorrads. ab und zu mal mussten wir durch Straßensperren, so Checkpoints durch, wo sie meinen oberflächlichen Blick in den Koffer geworfen haben, ob wir irgendwelche gefährlichen Gegenstände mit uns führen. Oder vor allem an den chilenischen Grenzen, da muss man dann manchmal die Koffer abmachen und durch so einen Scanner durchmachen. Aber jetzt, dass das Motorrad überladen ist, ganz völlig egal. Mhm. Hat niemanden interessiert. Steve Kröger grüßt euch von Kalifornien. Oh, Steve. Wow. Hello from California, your buyer friends. Habt ihr den getroffen da? Ja. Vermutlich. Sie haben uns aufgenommen. Oh, das ist, okay. Ja, also das war echt eine tolle Geschichte von Gastfreundschaft. Mhm. Ja.
Wir haben, ich glaube, 3, 4 Tage zusammen dort verbracht. Wir standen vor einem Campingplatz und dann kamen sie um die Ecke gefahren und wir sind natürlich aufgefallen da mit unseren Motorrädern und dem Hund. Und dann meinten sie, ihr Haus wäre nicht weit und sie haben noch ein Bett frei und wir sollen noch mal mitkommen. Und dann hatten wir einige Tage zusammen verbracht. Cool. Ja, das sind ja solche Begegnungen, wo es sich dann auch lohnt einfach. Ne? So oft, so, ja. Da denkt man ja gerne dran zurück. Absolut. Wir hätten ihn auch gerne in Kalifornien besucht. Ja. Wir gehen mal weiter. Wir waren jetzt gerade in Feuerland. Ihr seid dann von unten wieder nach oben gefahren, Chile. Und ich glaube, wo der erste längere Zwangsstopp kam, wegen eurer Tiger, wegen der Reparatur, war Santiago de Chile. Ja. Wo ihr, glaube ich, 4 Wochen festgesessen habt. Wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn man festsitzt und nicht weiterkommt, wegen der Technik? Musstet ihr da auch erstmal dran knabbern oder habt ihr das so angenommen und war das eigentlich kein Problem? Dadurch, dass wir unsere Wanderrucksäcke dabei hatten, wussten wir uns zu beschäftigen. Vielleicht wieder noch ein weiterer Vorteil, diesen Ausgleich zu haben. Ne? Wir hatten halt nochmal so komplett, wir hatten die großen Wanderrucksäcke und konnten unser Gepäck völlig unabhängig von den Motorradkoffern bewegen. Und dann sind wir mit Trampen und Busfahren durch Chile gefahren und haben Nationalparks besucht, wo man vielleicht auch mit dem Motorrad nicht so einfach hätte reinkommen können und konnten dann so die Zeit nutzen und dann, wie gerade schon erzählt, mit dem Couchsurfen. Wir waren die Zeit dann bei diesem Studenten gewesen und haben dann da auch einen tiefen Einblick gehabt in das Leben der Studenten in Santiago de Chile und haben eine sehr gute Zeit mit denen verbracht. Ja, und nicht zu vergessen auch die Werkstattpartys, wir mit den Mechanikern vor Ort hatten, die wir ja dann auch ein paar Mal besuchen mussten. Und also das war auch legendär. Also da haben wir öfters mal zusammen dann gegrillt und Bier getrunken. Ein Bild habe ich dazu. Das müssen wir kurz einblenden. Das war eure... Genau. Leider, danach kam noch ein Bild von dem Fleisch, was ihr danach gegrillt habt. Genau. Das ist leider nicht mehr, aber das verbindet halt sowas, ne? Ja, da war immer richtig gute Stimmung in der Werkstatt. Das hat also Spaß wir sind gemacht. Auch heute noch mit denen in Kontakt. Ja. Also das sind echt klasse Leute. Also an alle, die mal irgendwie mechanische Probleme in Chile haben, Johnny Motos in Santiago de Chile, da seid ihr gut aufgehoben. Oder da sind dann auch einfach mehrere Sachen passiert, auch beim Rausrollen, glaube ich, noch. Ist dann irgendwie noch ein Benzin, irgendwas war, da waren mehrere Sachen, glaube ich. Ja, genau, ja. Die Herausforderung war halt, Ersatzteile nach Chile zu bekommen, vor allem, weil das Motorrad selber so exotisch ist. Da sind nicht viele von in Südamerika rumgefahren. Ja, wir können auch nochmal bleiben eigentlich auf dem Laptop. Dann kommen nämlich ein paar Bilder, die finde ich interessant. Die habt ihr danach, seid ihr, ich muss kurz gucken, ihr seid gefahren... ich könnte es einfach selber sagen. Nee, das waren die anderen Bilder. Moment, ich muss mich gerade nochmal orientieren. Das ging nämlich los, wo ihr wirklich gestruggelt habt. Und zwar einfach, weil es unfassbar schwierig war zu fahren. Das war die Lagunenroute. Genau, ja. Von der spreche ich. Da zeigen wir mal ein paar Bilder, weil ich glaube, das war so für euch eine richtige Herausforderung, einfach mit dem Motorrad da lang zu fahren. Das war sehr sandig. Da habe ich so aus dem Blog wirklich so Verzweiflung auch rausgelesen. Habt ihr da manchmal gedacht, hätten wir mal ein leichteres Motorrad, hätten wir ein wendigeres Motorrad mal genommen, hätten wir 2 Motorräder? Waren das so Momente? Ja, klar. Also wenn man mal einen schlechten Tag hatte, da hat man sich dann auf so mancher Strecke schon ein leichteres Motorrad gewünscht, ja. Also war vor allem nicht nur sandig, die Strecke. Wir waren da auf einer Höhe von über 4000 Metern in der Hochwüste. Das ist so im Bereich zwischen Nordargentinien und Bolivien oder so dieses Dreiländereck, wo auch die Atacama-Wüste von Chile angrenzt. Und da ist eine unheimlich dünne Luft. Das Motorrad dank Einspritzung ist super damit klargekommen.
Aber körperlich kommt man einfach an seine Grenzen. Es ist sowieso anstrengend, Offroad zu fahren, aber wenn du dann diese dünne Luft hast, uns ist an dem einen Tag ist uns dreimal das Motorrad hingeflogen, lagen wir dreimal auf der Seite und irgend beim dritten Mal das hochzukriegen, wir haben zu zweit einfach, wir haben so geschnauft daran, dieses Motorrad einfach nur wieder aufzustellen, weil man so kraftlos ist in dieser Höhe. Und das hat uns richtig zugesetzt. Und an dem Tag, das war auch ein Moment gab es, wo wir uns mal richtig in die Haare gekriegt haben, um nochmal auf die Frage von Adventurous zurückzukommen. Das war so extrem einfach. Aber uns haben die Köpfe richtig gedröhnt und man ist ja auch dann so einer gnadenlosen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Und das ist dann ja auch Stress, ne? Und da war das dann halt auch so, die Strecken, da bin ich gefahren und Niki saß hinten drauf und war natürlich völlig dem ausgesetzt, wie ich fahre. Und manchmal bin ich anders gefahren, als sie es gerne gemacht hätte. Dann gab es irgendwo Löcher, wo sie meinte, wie kannst du nur da in dieses Loch reinfahren, nachdem ich dann in so ein Loch reingefahren bin und wir auf die Seite gelegen sind. Und Aber Ausweichen führt halt auch dazu, dass man auf der Seite landet, ne? Das Das war ist halt so. ein Kompromiss, den man finden muss. Ja. Also ich habe ja auch eingesehen, dass ich dem Fahrer nicht reinreden kann. Das ist schlechtes Beifahrer sein. So. War doch selbst. Ganz Den Spruch genau. habe ich bestimmt ein, zwei Mal gebracht. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, aber das ist ja spannend, ne? Also diese Ups und Downs gehören ja dazu und diese Auseinandersetzung und diese Extremsituationen, die gehören einfach wohl dazu. Und gerade, ihr habt ja auch wirklich von nichts Halt gemacht. Ihr seid ja überall hoch und ihr seid auf die Berge hoch. Ihr habt es ja euch auch schon wirklich hart gegeben. Also ihr habt ja auch wirklich echt, das habe ich gelesen, du hast 22 Kilo abgenommen in dem ersten Abschnitt der Reise. Du hast auch abgenommen. Ihr habt einfach auch viel Energie gelassen, ne? Das waren Auf jeden lange, Fall. lange anstrengende Tage. Ihr musstet immer eine Unterkunft suchen. Das ist ja auch eine psychische, mentale Belastung. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, Reisen ist auch anstrengend und nicht immer nur Es ist kein Urlaub, der Urlaub, dauerhaft ja. ist. Das stellt man sich vielleicht so ein bisschen romantisch vor. Ich bin dauerhaft im Urlaub, zumindest auf die Art, wie wir es gemacht haben, war es nicht so. Es war schon auch irgendwie schon auch eine harte Sache manchmal. Aber wir haben jetzt auch nicht nur das krasse Offroad-Abenteuer gesucht. Wir wollten einfach an alle Orte kommen, die uns interessiert haben und was Schönes. Aber wir sind nicht mit dem Anspruch an die Reise gegangen, wir wollen jetzt so viel Offroad fahren und wir wollen jetzt, also so viel Offroad fahren wie möglich und wir wollen jetzt die krassesten Strecken fahren. Es gab halt manche Strecken, die sind halt heftig zu fahren, wenn man zu bestimmten Orten will. Und da haben wir uns dann auch nicht vor gescheut. Aber mit dem Genau. Motorrad, mit so einem großen, schweren Motorrad und zu zweit hat man nicht den Offroad-Spaß, wie wenn man jetzt mit einer kleinen Enduro durch einen Offroad-Park fährt. Das ist eine andere Nummer. Aber wir sind überall hingekommen und das war unser erklärtes Ziel und es war nicht immer einfach zu erreichen. Aber dank des Fahrkönnens von Mo dann doch. Ich habe ja so ein bisschen ich möchte ein bisschen diese Reise nachvollziehen, deswegen gehe ich einfach mal weiter. Ihr seid dann, also ihr seid Argentinien, dann seid ihr nach Chile hoch und dann seid ihr nach Bolivien gefahren, wo dann auch einfach komplett, ihr hattet eben schon erzählt, ihr wart Feuerland, dann habt ihr Sand, dann habt ihr Wüste. Dann habt ihr viele Berge und dann Bolivien ist dann wieder eine ganz andere klimatische Situation und auch dann seid ihr im Regenwald einfach einmal, oder? Also Ja, auch, ja. ich hab hier ein paar Bilder rausgesucht, würde ich die Nina nochmal bitten. Ich gucke gleich auch nochmal in die Fragen rein, aber das ist, glaube ich, dieser Todespass oder Moment, wie heißt's? Die Route. Todesstraße. Ja, Ruta genau. de los Muertos. Weil diese Bilder finde ich auch wirklich, es ist halt diese Abwechslung, die in Südamerika einfach da ist, ne? Ja. Das ist halt wirklich faszinierend. Und auch da wieder fahrische Herausforderungen, nehme ich an, oder? Auch die Höhe ist wahrscheinlich wieder ein Thema, Ja. die Hitze. Was da halt das
das Thema auch ist, es ist sehr, sehr eng und manchmal, wenn du da Gegenverkehr hast und da kommt ein Bus entgegen und neben dir ist ein Abgrund, der geht irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Meter tief oder so. Ja. Und das ist dann, da geht einem dann schon die Pumpe. Glaube ich. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Oder wie lange war das diese Todesstraße? Warum heißt die so? Wisst ihr das? Sind da so viele Leute schon verunglückt? Oder? Ja, genau. Es war früher die Hauptverkehrsstraße und da sind dann auch wirklich die Busse lang gefahren. Und es gab da leider einige tragische Busunglücke, wo die Wagen dann wirklich weit runtergestürzt sind. Das ist jetzt zum Glück heutzutage nicht mehr so. Es ist jetzt eine touristische Straße geworden, die halt viele fahren, weil sie irgendwie ja, bekannt ist in der Reiseszene und irgendwie so ein Meilenstein ist. Wir hatten auch schon vorher davon gehört. Liegt halt auch daran, dass es in spektakulärster Natur ist. Und ich würde sagen, also dass auch absolut machbar ist und jetzt nicht mehr so gefährlich, wenn man guckt, dass man halt nicht so nah am Abgrund fährt. Und die Hauptverkehrsstraße, die führt jetzt woanders lang und ist auch asphaltiert und gesichert. Name und der Mythos besteht weiterhin. Genau, ja. Und hat auch seinen Reiz, ja. Es ist tatsächlich immer noch so, also da fahren ganz viele Mountainbiker dann runter und da gibt es auch immer noch jedes Jahr welche, die verunglücken dabei. Die einfach dann da, weiß ich nicht, mit zu wenig Bremsen runterfahren und den Kick suchen. Und der Abgrund ist halt tief und der ist nicht gesichert. Ja. Ich habe ein paar Grüße für euch, und zwar von der Christiane Kavici. Viele Grüße von eurer Family aus Gütersloh. Ja, Grüße zurück. Und dann schreibt Joel's Wonderland, dass Reisen wirklich Arbeit ist und bestätigt euch, jedenfalls an manchen Tagen. Und Steve Kröger sagt nochmal Hi Teddy. Haben wir den Teddy nochmal im Bild vielleicht? Der Penta. Ja, vielleicht ist, ja, wenn er pennt, ist jetzt kein guter Zeitpunkt, aber wir haben ein kleines Geschenk für Teddy. Bevor der Stream vorbei ist, machen wir das, glaube ich, jetzt. Weil, einfach, dass ihr das schon mal gesehen habt, wir haben was für euch gemacht, beziehungsweise für Teddy. Und zwar ein Halsband mit SW Motec. Wow. Dankeschön. Aus echtem Rinderleder. Moto-Teddy, wow. Wir haben ja schon eine Werksführung gemacht heute. Und wir waren ja auch in der Sattlerei. Und da haben wir eine Kollegin, die das privat macht, diese Halsbänder. Und hat extra für den Teddy, für den verschlafenen kleinen goldigen Hals. Schön. Das ist ja echt toll. Ja, komm, das muss er jetzt auch direkt tragen. Und hat er so schön geträumt von Südamerika. So, es passt schon mal. Passt perfekt. Wie schick. Ja, wenn wir schon bei Teddy sind. Teddy, habt ihr dann getroffen, als ihr im Corona-Lockdown in Mexiko gestrandet seid. Ihr seid nach Bolivien, ihr wart in Ecuador, da wart ihr auch mal länger, glaube ich, da wart ihr auf einer Farm. Ja. Das fand ich auch interessant, da habt ihr Wanderwege ausfindig gemacht. Ja. Das fand ich eine spannende Sache. Und seid dann weiter nach Kolumbien und habt eine Überfahrt nach Kuba gemacht. Und von da aus seid ihr dann nach Mexiko. So war der, glaube ich, der Ablauf. Ja. Ich will das jetzt mal ein bisschen vorziehen mit Mexiko, weil das halt schon ein besonderer Einschnitt bei eurer Reise war. Weil im Prinzip ein ungewollter Stopp. Erzählt mal, wie das war und wie das alles angefangen hat. Also mit Corona hat es ja angefangen. Aber hat sich das für euch ausgewirkt? Genau, März 2020 ging eben das Coronavirus um die Welt. Es hatte sich dann vorher schon abgezeichnet, dass wir wie alle anderen auch erstmal irgendwie feststecken werden. Wir sind dann noch schnell, als wir dann gerade zu dem Zeitpunkt in Guatemala waren, über die Grenze nach Mexiko rüber.
wir wussten zwar, wir bleiben jetzt erstmal eine Zeit lang stecken, das ist auch erstmal nicht so schlimm, aber wir wollen ja in den Norden weiter. Wir wollten in die USA, nach Kanada, vielleicht auch nach Alaska und dachten, ja gut, Mexiko ist ein großes Land, dann könnten wir vielleicht dann dort ein bisschen länger bleiben und danach geht's halt weiter. Mhm. Wir haben uns dann erstmal, nachdem wir einige schlaflose Nächte hatten, wo sich am Anfang ja echt die Nachrichten so Schlag auf Schlag irgendwie offenbart haben, die große Entscheidung getroffen, dass wir die Reise dann doch weiterführen möchten und die Lage erstmal abwarten möchten. So, es war auch eine schwierige Entscheidung, eine der schwierigsten so auf der Reise, weil uns natürlich auch viele Sachen beunruhigt haben einfach und das alles noch nicht so absehbar war. Hatten uns dann aber entschieden, wir bleiben erstmal in Mexiko, haben uns dann für die ersten 3 Monate isoliert in einem Apartment, haben auch sehr viel Hilfe vor Ort angeboten bekommen und es hat uns dann einfach ein gutes Gefühl gegeben gehabt. Wir haben aber gemerkt, ja, wir hatten vorher die große Freiheit, ne? Also unser Leben war unterwegs sein, draußen sein, die Straße war unser Zuhause. Wir konnten jeden Tag entscheiden, frei, wo fahren wir hin und das war unser Alltag. Mhm. Und plötzlich in diesen 4 Wänden eingesperrt zu sein, die dann auch nicht unsere sind, ist uns natürlich sehr, sehr schwer gefallen. Ja. Ne? Also natürlich ging es uns jetzt damit aber auch nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Leuten, ne? Also das muss man auch nochmal sagen, ne? Wir haben auch mitbekommen, dass auch gerade in Mexiko sehr viele Einheimische natürlich total darunter gelitten haben, dass es dann auch da teilweise Lockdowns gab, ja, je nachdem, wo man war. Und wir waren dann ja natürlich immer noch in einer sehr komfortablen Situation, dass wir das so machen konnten, haben aber auch gemerkt, dass es uns einfach mental überhaupt nicht gut damit ging, dass irgendwie, ja, in dem Land, wo wir gerade sind, irgendwie so ein paar Sachen nicht so gut laufen. Wir jetzt aber mit den Gedanken natürlich und dem Internet total in Deutschland waren, so, wo wir aber ja auch nicht physisch waren, und aber dann auch da, wo wir dann gerade anwesend waren in Mexiko, irgendwie den Kontakt zu den Leuten dadurch total verloren hatten. Ja. Ne? Weil du musst ja gucken, dass du von jedem fern bleibst, so, ne? Und kannst nichts machen. Das war damit eine schwierige Situation. Damit ging es uns nicht gut. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, wie können wir jetzt diese Zeit überbrücken, die wir jetzt hier haben und uns nützlich machen? Machen wir vielleicht was mit Straßenhunden. Die haben uns schon während der gesamten Reise immer mal wieder begleitet. Und wir haben das Leid mitbekommen, auch schon in Südamerika, ne? Ganz viele Hundefreundschaften auf unserem Weg geschlossen. Ja. Ganz oft hatten wir abends einen Hund vorm Zelt liegen, der dann gerade da vorbeigelaufen ist, der sich dann dazu entschieden hat, die Nacht vor unserem Zelt zu verbringen und so. Also es waren echt tolle Begegnungen und dann dachten wir, ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja. So die Zeit zu nutzen und dachten dann, vielleicht können wir dann in einem Jahr weiterfahren. Einfach ein Jahr überspringen quasi und dann mit der Reiseplanung wieder im Soll zu sein. Aber ist mir auch aufgefallen, als ich bei eurem Blog gelesen habe, dass überall schon im Vorfeld auch ihr Kontakt mit Hunden hattet. Sei es, als wie du sagst, als Wachposten oder der Futter wollte oder den ihr einfach begegnet seid. Ne? Also das Thema hat euch ja vorher schon irgendwie beschäftigt. Auch. Manchmal war das auch auf Wanderungen so, dass dann auf einmal von irgendwo ein Hund gekommen ist, der uns dann 1-2 Tage begleitet hat und dann einfach hinter uns hergelaufen ist, ohne jetzt auch, wir hatten nie den Eindruck, dass die jetzt groß aufdringlich auf Futter aus sind oder so, sondern auch auf Gesellschaft.
Oder wenn wir auch mal auf Campingplätzen waren, es gab auf jedem Campingplatz in Argentinien gibt es Hunde, immer und überall. Und wenn wir dann mal vom Campingplatz runtergelaufen sind, um irgendwo zu einem kleinen Laden zu gehen und mal irgendwie was einzukaufen, dann kommt der Hund mit und begleitet dich. Weil es beschäftigt sonst sich auch nicht wirklich jemand mit den Hunden. Die sind da, die freuen sich, wenn Besucher auf dem Campingplatz sind. Mhm. Und es läuft ja keiner Gassi mit denen. Und die kommen dann selber von sich aus mit und begleiten dich dann einfach ein Stück und schlafen die Nacht vorm Zelt. Zweimal schön. Ich schiebe noch mal kurz ein, bevor wir weiterreden, wie ihr zu Teddy gekommen seid. Liebe Grüße von Uta Rossbach. Von Uta und Rossi. Grüße an euch beiden. Zurück, ja. Genau. Und dann habt ihr dann angefangen zu arbeiten und irgendwann, wie lange wart ihr insgesamt dann in dieser Organisation? Knapp über 5 Monate. Mhm. Okay. Und dann irgendwann habt ihr Teddy gefunden oder seid ihr über ihn gestolpert? Oder ja, wie war das? Der kam ungefähr so eine Woche, bevor wir zu der Organisation kamen, wurde er von denen quasi von der Straße geholt und gerettet. Mhm. Und war dann gerade frisch da, sozusagen. Ne? Also wir haben dann, als wir da ankamen, war halt einer von 50 Hunden, die wir da hatten. Und das hat sich dann über die Zeit so entwickelt, dass er dann auch irgendwie uns ausgesucht hat und uns immer hinterhergelaufen war und dabei war und in unserem Zimmer geschlafen hat. Das war ein sehr, sehr enges Zusammenleben in der Organisation von den Menschen und Tieren. Mhm. Also nicht so, wie man das jetzt hier in Deutschland im Tierheim kennt, dass jeder Hund da seinen eigenen Zwinger hat oder so. Nee, das war alles zusammen. So, man hat Tag und Nacht. Ne? Ja. Weil das Konzept war, dass die Hunde, die von der Straße kommen, eben auch sich an das Zusammenleben mit Menschen gewöhnen sollen, damit sie eben, wenn sie adoptiert werden, das dann auch schon kennen und als normal empfinden, so ein Familienmitglied zu sein. So. Mhm. Ja. Das war elementarer Bestandteil der Arbeit. Ja. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann von Anfang an entwickelt, dass er dann bei uns irgendwie immer mit dabei war. Mhm. Und man muss sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir haben uns von Anfang an geschworen, wir werden auf gar keinen Fall einen Hund adoptieren, das passt nicht zu unserem Lebensstil. Ja. War mir ganz wichtig zu klären, auch bevor wir zu dieser Organisation fahren, wir werden uns nicht in einen Hund verlieben und den nachher mitnehmen. Keine Sentimentalität. Ja. Okay, hat ja wunderbar geklappt. Ja. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, Mo war der Erste, der gesagt hat, können wir den nicht mitnehmen? Also. Ja, und meine Mama, die gerade auch schon mal Grüße in den Chat geschrieben hat, die meinte auch irgendwann, den Teddy, den müsst ihr aber mitnehmen oder so. Den könnte ich doch nicht da lassen. Auch noch ganz liebe Grüße von Tina und Olli. Das richten wir aus. Wir richten alle Grüße schön aus, auch live. Genau, und wir haben den Teddy dann irgendwann einfach nur so zum Spaß, also wirklich völlig ohne Hintergedanken, haben wir den mal in den Tankrucksack gesetzt, wir wollten einfach ein Foto machen, haben ihn irgendwie so einen blöden Sombrero auf den Kopf gesetzt und dachten, wir machen jetzt mal ein Foto vom Hund auf dem Motorrad, weil wir wollten auch einfach für Instagram ein Bild posten, wo wir zeigen, wir sind jetzt hier in dieser Organisation und haben dann dieses Foto gemacht. Und waren dann aber überrascht, wie, ja, genau, das ist das Bild. Da ist er. Das Bild haben wir gemacht und wie man auf dem Bild auch, glaube ich, ganz gut sehen kann, er war echt happy dann da auf dem Motorrad. Sieht sehr zufrieden aus. Könnte an dem Tankrucksack liegen. Und dann haben wir einfach irgendwie mal einfach wirklich nur so aus reiner Neugier mal den Motor angemacht, um zu gucken, wie reagiert er, wenn der Motor läuft. Ja, das ist vielleicht auch nicht für alle Hunde. Eben, aber ihn hat es überhaupt also gar nicht interessiert. Er ist völlig entspannt geblieben und dann sind wir mit ihm einfach mal da um den Block gefahren und hatten den Eindruck, dass er auch Spaß daran hat, in dem Tankrucksack zu sitzen und zu fahren. Und dann haben wir eine größere Runde um den Block gemacht und wir haben wirklich geguckt, dass es nicht zu viel wird und haben festgestellt, der Hund ist einfach tiefenentspannt auf dem Motorrad.
Ja, ja, es, und es sieht so wirklich so aus einfach. Also das ist jetzt auf der Wanderung auch gemacht. Ja. Ja, aber er war einfach, ich geh nochmal zurück, weil das Bild happy, ist einfach der Hammer. Happy dabei zu sein, so, das ja. war für ihn so ja. die Motivation auch mitzukommen, weil er einfach bei einem dabei sein wollte. Mhm. Ja. Und wann ist dann, also das war ja dann am Anfang nur Spaß, aber dann habt ihr ja gemerkt, hups, das passt ja doch zu unserem Lebensstil, wir nehmen ihn einfach mit. Hat das, also das war das, hättet ihr ihn auch mitgenommen, hätte er sich nicht wohlgefühlt im Tankrucksack? Nein, also da, nein. Keine Option. Also wir können ja kein dann, es wäre gar nichts gegangen. Quälen, ne? Also nee. Aber also, auch so, dann, also dass ihr ihn, also ich meine, das war ja schon eine innige Beziehung irgendwie, aber ihr wolltet ja weiterfahren. So war ja der, obwohl ihr dann nicht mehr weitergefahren seid so viel, ihr habt noch ein bisschen Strecke gemacht, bis ihr ja. dann quasi, weil Mexiko war ja das Ende eurer Reise. Richtig, aber wir sind auch echt noch gut durch Mexiko mit Teddy dann auch noch gefahren. Also das waren ja. auch noch weite Mexiko Strecken. Ist ja ein riesengroßes ja. Land. Also Europa passt einmal komplett in Mexiko ja. rein, um sich die Dimension klar zu machen. Und wir sind ja noch einmal komplett mit ihm durch Mexiko gefahren. Mhm. Der war schon auch einige Kilometer mit uns auf dem Motorrad. Ja, und es war dann, wir waren in dieser Organisation und irgendwann haben die anderen auch schon Witze über uns gemacht, weil Teddy uns immer hinterhergelaufen ist. Und wenn wir in irgendeinen Raum rein sind, dann ist er auch immer ganz schnell hinterhergehuscht, dass, wenn die Tür zugemacht ist, dass er mit uns in einem Raum ist. Und es war so eine gegenseitige Liebe, das muss man sagen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ihn zu adoptieren. Ja, aber also man muss auch ganz klar sagen, dass wir die weitere Reise mit ihm zusammen dann natürlich auch an seine Bedürfnisse angepasst haben. Ne? Ja. Also ganz genau so wie davor haben wir es nicht gemacht. Okay. Wir sind einfach dann noch langsamer gereist als davor. Also jetzt nicht im Sinne von der Geschwindigkeit, sondern einfach, dass wir noch mehr Pausen eingelegt haben, ja. nicht so viele Kilometer am Tag und so geguckt haben, womit fühlt er sich wohl, so. Mhm. Das schon, aber ich denke, da haben wir dann eine gute Lösung gefunden. Was zu trinken. Ja, also das, für mich hört sich das auch nicht so an, also es sieht für mich überhaupt nicht so aus, als ob der Teddy da, der sieht happy da drin aus und es sieht nach einer gelungenen Partnerschaft aus, würde ich sagen, so sieht es zumindest aus. Ich habe noch zwei Kommentare. 2 Inch Schräglage, kennt ihr die? Ja. Das sind Olli und Tina. Ah, ja. Die schreiben. Und dabei hatte Mo riesen Respekt vor unserer Layla. Ja. Das ist ein anderer Hund, ein größerer genau. wahrscheinlich. Ja. Das ist der Hund von Olli und Tina. Und ganz genau. liebe Grüße von Amira aus München. Oh. Ja, liebe Grüße zurück. Ich will noch mal kurz zurück. Ihr habt dann, ihr seid mit Teddy noch rumgereist. Wann kam denn eigentlich der Punkt? Weil eigentlich war ja euer Plan, ihr macht ein Jahr Stopp in Mexiko und wollt dann weiter. Und das ging aber nicht, weil die Grenzen zu waren. Oder wo war eigentlich der Grund, wo lag der Grund dafür, dass ihr es nicht gemacht habt? Ja, die Landesgrenze war nach wie vor geschlossen. Zu den USA. Zu den USA, genau. Auch zu Kanada dann. Also es ging nicht weiter, man konnte während der ganzen Zeit, und das war irgendwie so der Irrsinn auch, ne? Man konnte die ganze Zeit reinfliegen in die USA, aber die Landesgrenze war dicht. Und also dann dachten wir, also jetzt zusammen mit den Motorrädern von Mexiko in die USA zu fliegen, also das ist nicht die Art, wie wir reisen wollen, also haben wir darauf gewartet, dass die Landesgrenze öffnet und wir standesgemäß natürlich reinfahren können in die USA und dann auch weiterfahren können. Aber ja, irgendwann war dann halt absehbar, dass trotz Impfstoff und allem anderen sich das noch sehr viel länger ziehen wird. Und wir auch schon während der Zeit in Mexiko gemerkt hatten, dass das Reisen seit der Pandemie natürlich auch nicht mehr das Gleiche ist.
Es ist, die Reise besteht aus den Menschen, die man auch trifft, zumindest für uns, zu einem sehr, sehr großen Teil. Mhm. Und wenn man dann plötzlich die Begegnungen reduzieren muss, dann ist es nicht mehr das Gleiche. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ja, selbst wenn es jetzt weitergehen würde, weil die Grenzen sich öffnen, wollen wir lieber abwarten, bis es wieder normaler ist, ne? Mhm. Weil dadurch einfach ein großer Teil verloren gegangen ist. Ja. Ja, und ja, das ist natürlich schon, das ist halt nach so einer langen Zeit, dass zu dem Zeitpunkt wart ihr ja schon so lange weg von zu Hause und es war natürlich schon eine schwere Entscheidung dann, oder? Also dazu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und es hat keinen Sinn mehr oder habt ihr dann noch gesagt, habt ihr auch überlegt, warten wir jetzt noch mal länger, aber das wäre dann ja auch wieder, ihr hättet dann ja noch mal viel länger warten müssen, weil ja eigentlich euer Plan anders war. Wir haben am Anfang gesagt, wir warten jetzt, wir mussten uns irgendwie einen Endzeitpunkt setzen mit der Wartezeit, weil sonst kommt man wirklich, sonst kannst du dir immer, ja, einen Monat kann man noch und einen Monat kann man noch und einen Monat kann man noch, deswegen haben wir uns eigentlich irgendwann gedacht, so, wir warten jetzt maximal ein Jahr, was ja schon eine echt lange Zeit ist und es war absolut nicht absehbar, wie entwickelt sich die Situation? Gibt es vielleicht jetzt irgendwann den Halsbringer-Impfstoff, der die Pandemie beendet und dann können wir wieder ein normales Leben führen? Mhm. Das war so ein bisschen die Idee, die wir noch hatten. Aber das ist dann nicht so gekommen und wir haben festgestellt, es ist von der Aussicht her perspektivisch wird es nicht besser. Aber wir haben uns sehr, sehr schwer getan mit dieser Entscheidung und das lief über Monate und das war lange so unser Hauptthema, wo wir drüber geredet haben, wie machen wir weiter. Aber wir haben halt auch festgestellt, wir können nicht mehr so frei reisen, wie das vorher ging. Und es hat jetzt einfach für uns, fühlt es sich jetzt nicht mehr richtig an. Und es war nicht die richtige Zeit zu reisen. Und haben uns dann überlegt, wir machen jetzt den Cut und wir warten darauf, dass es wieder bessere Zeiten gibt, weil wir sind uns sicher, es wird bessere Zeiten dafür wieder geben. Mhm. Das heißt, eure jetzige Einstellung ist auch aufgeschoben, ist nicht aufgehoben? Absolut, ja. Und ihr legt wieder los? Irgendwann, irgendwie? Irgendwann, irgendwie. Es gibt noch keine konkreten Pläne. Also wir sind jetzt noch nicht da und tüfteln jetzt die Route aus oder überlegen jetzt mit welchen Motorrad fahren wir los oder machen wir es genauso. Aber das Reisen, das kann man ja, also das Fernweh kann man ja nicht abschalten. Wenn man einmal sowas gemacht hat, das kommt immer wieder und natürlich zieht uns weiter raus. Und je mehr man auf so einer Reise gesehen hat, desto mehr realisiert man auch, wie viel man noch nicht gesehen hat. Je mehr Orte du siehst, desto mehr findest du auch Orte, wo du denkst, da will ich noch intensiver hin und das will ich mir noch genauer angucken. Mhm. Und es gibt kein Land auf der Reise, wo wir sagen würden, da haben wir jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und ihr wart sehr intensiv und sehr lange dort. Ja, genau. Mhm. Und ob Süd-, Mittelamerika oder noch so viele andere Ecken auf der Welt, es gibt noch so viel zu sehen und das wollen wir auf jeden Fall noch mal irgendwann unter die Räder nehmen. Es ist natürlich immer so eine Sache. Es ist denn diese klassische Startpunkt für eine Weltreise ist ja Schulabschluss, Studiumabschluss, Kinder aus dem Haus, Job weg oder irgend so ein Wendepunkt im Leben, wo irgendwas, ein Kapitel zugemacht wird, wo man die Möglichkeit hat, so ein Kapitel zu öffnen. Auf der anderen Seite haben wir auch schon viele Gäste gehabt, die sagen, es geht, man muss es nur wollen. Wie steht ihr dazu? Seht ihr jetzt gerade, braucht ihr noch so ein Kapitel, was zugeht? Oder sagt ihr, wir bestimmen das, wann das Kapitel ist? Aufgeht. Schwierige Frage, aber das ist ja so das Thema, wo es beim Weltreisen geht. Ja, also ich glaube, jeder muss da für sich den richtigen Zeitpunkt finden, wann es sich richtig anfühlt. So.
Für uns war es absolut nach dem Studium genau richtig. Es ist einfach die verschiedensten Leute, die wir während dieser Reise getroffen haben, an Reisenden auch, haben bewiesen, dass wirklich alles möglich ist. Egal in welcher Konstellation, egal wie viel Kohle man hat, egal wie alt man ist. Es ist eine reine Frage der Prioritätensetzung und es geht wirklich alles. Also da bin ich echt überzeugt von. Und nochmal zu der Frage nach dem abgeschlossenen Kapitel. Für uns ist es jetzt nicht so, dass es jetzt unabgeschlossen sich anfühlt in dem Sinne. Ich kann vor allem für mich sprechen. Und so auf jeden Fall wollen wir weiter raus. Aber wenn, dann kann das auch einen ganz anderen Charakter haben als die Reise, wie wir sie jetzt hatten. Also vor der Reise, die wir gemacht haben, wir haben ja wirklich unseren kompletten Besitz aufgegeben, haben alles verkauft oder verschenkt und haben unsere Wohnung aufgegeben. Und jetzt könnten wir aber uns auch vorstellen, in einem anderen Rahmen zu reisen und vielleicht kleinere Etappen zu machen. Und das ist ja auch das, was Niki gerade gesagt hat, diese verschiedenen Leute, die wir getroffen haben, die hatten auch alle unterschiedliche Konzepte zu reisen. Und manche fahren halt irgendwie 6 Wochen am Stück, lassen dann ihr Motorrad irgendwo stehen und wenn sie wieder 6 Wochen Zeit haben, dann machen sie die nächste Etappe. Und wir sehen das jetzt nicht so dogmatisch, wir müssen jetzt eine Weltreise machen, wo wir jetzt einmal am Stück die Welt umrunden oder sowas. Das hat jetzt keinen Wert in sich, sondern wichtig ist einfach, das zu machen und das zu erleben. Und nicht irgendwelche Meilensteine aufzustellen oder so. Ja, ihr habt auch auf eurem Blog viele Bilder von Begegnungen dargestellt. Ne? Und dann, ich habe hier zum Beispiel ein Bild, das können wir mal kurz einblenden. Das ist ein Pärchen, das ihr getroffen habt. Das ist ja zum Beispiel, das sind ja welche, die, ja, das ist so klassisch Kinder aus dem Haus oder so. Oder, weiß ich nicht, Anfang Rente oder Frührente oder irgend so, oder langer Urlaub oder Sabbatjahr. Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, was man machen kann, ja? Richtig. Und von daher, ich meine, du hast jetzt ein Kapitel, wir können ja gerne wieder zurück, du hast jetzt ein Kapitel, ich weiß nicht, willst du das abschließen? Ich kann es ja sagen, du machst gerade ein Referendariat und wirst Lehrer. Ist das jetzt was, wo du sagst, okay, das ziehe ich jetzt erstmal durch? Und der Vorteil aber auf der anderen Seite ist natürlich, dass wenn du als Lehrer arbeitest, kannst du sowas zum Beispiel auch machen, Sabbatjahr zum Beispiel. Genau. Ja. Oder im Ausland arbeiten, das wäre ja vielleicht auch eine Option. Ne? Absolut, ja. Also das ist durchaus, das ist ja das Tolle an dem Lehrerberuf, dass man sich immer mal wieder so Auszeiten nehmen kann, da ganz unkompliziert. Und ich fand, das war jetzt auch ein guter Zeitraum, das Referendariat zu machen, weil man dann einfach 1,5 Jahre an einem Ort sein muss. Und da wir jetzt sowieso nicht so reisen können, bietet sich das an, das jetzt abzuschließen. Ich glaube aber im Moment, Stand jetzt, kann ich noch nicht so genau sagen, dass es jetzt nicht so sein wird, sobald das Referendariat abgeschlossen ist, brechen wir wieder unsere Zelte ab und fahren los. Aber das Schöne ist, man hat einfach dann die Option, sich irgendwann zu überlegen, ich nehme jetzt ein Sabbatjahr und das kann ein Jahr sein, das kann ein halbes Jahr sein und das ist schön an dem Job. Ich finde, das ist halt so ein spannendes Thema an diesem Weltreise und das habe ich auch bei euch rausgehört oder rausgelesen. Dieser Gegensatz zwischen, das habt ihr auch mal so betitelt, Vagabund oder Spießbürger. Ja, dieser krasse Gegensatz. Ich will nur mal ein Zitat lesen. Ich weiß nicht, wer es von euch beiden das geschrieben hat. Ich glaube, du. Trotzdem wünsche ich mir wieder an einen Ort zu kommen, wo ich mich nicht erst zurechtfinden muss, weil ich die Wege kenne, zu wissen, wie die Dinge laufen, um durchatmen zu können auf meinem Sofa, das nur mir gehört. Und dann, nein, ich würde ungern tauschen wollen gegen die tödliche Routine, die Melancholie des Alltags. Das Sitzen hinterm Schreibtisch, das Warten auf das Wochenende. Bestenfalls noch Träumen von Urlauben, wo ich in 2 Wochen möglichst viel abarbeiten muss. Das ist ja genau das, oder? Und jetzt, wie ist es denn jetzt? Jetzt bist du ja derjenige, der aufs Wochenende wartet. Ja,
Schmerzliche Wahrheit. Auch wenn das jetzt eine unangenehme Frage ist, aber bist du jetzt der Spießbürger oder ist das alles ein bisschen zu sehr dramatisiert? In gewisser Weise schon, ja. Und ich genieße das aber auch irgendwie, weil es auch seine Vorteile mit sich bringt und auf manchen Ebenen wirklich dann unanstrengender ist. Man hat nicht mehr so diese emotionale Achterbahnfahrt, wie man sie auf der Reise tagtäglich hatte. Ich denke, man muss auch dann so ein bisschen aufpassen, wenn man von so einer langen Reise wiederkommt, dass man dann auch nicht dadurch in so ein Loch fällt, ne? Wie das auch viele andere berichten. Dadurch, dass es so ein bisschen ruhiger wird. Aber ich genieße auch viele Sachen total. Also sei es, ich kann das Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Wenn ich duschen will, dann kommt da auch wirklich jedes Mal heißes Wasser raus. Verrückt, ne? Und ich habe mein Bett und solche Sachen und ich kenne die Wege und ich habe einen tollen Job jetzt, in dem ich mich sehr wohlfühle und habe andere Projekte, denen ich auch jetzt mal nachgehen kann und Freundschaften mit Leuten, die ich seit Jahren kenne und jetzt wieder treffen kann und nicht mehr diese flüchtigen Begegnungen jeden Tag. So. Mhm. Also das war ein tolles Leben, das wir hatten für diese 3,5 Jahre und bestimmt auch irgendwann so wieder mal haben werden. So. Aber wir können es auch jetzt, glaube ich, echt gut genießen. Und man zerrt auch an seinen Erinnerungen. Also davon kann man jetzt auch, wenn man sich in diesem Alltag verliert, der irgendwie Warten aufs Wochenende ist, so ein bisschen, kann man sich aber immer wieder Episoden von der Reise hervorrufen. Wir haben jetzt Bilder uns an die Wand gehangen von der Reise und kann einfach dadurch für sich selber nochmal dem entfliehen. Und das hilft auch jeden Tag, dieser Gedanke auch an die schönen Zeiten, die wir hatten. Ja, das habt ihr sehr schön erklärt, finde ich, auf jeden Fall. Und ich finde das auch wirklich erstrebenswert, sowas auch mal zu machen. Ich könnte es gerade nicht, aber wie ihr schon sagtest, man muss sich das selbst, diese Prioritäten setzen. Ne? Und wenn man es will, dann kann man es auch machen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was uns immer wieder begegnet hier mit Leuten, die viel um die Welt gekommen sind. Ich habe noch eine Frage, glaube ich. Wie viele Kilometer? Genau, die habe ich eben noch übersprungen. Von Jules Wonderland. Wie viele Kilometer habt ihr am Tag so gemacht? Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich gewesen, ne? Sehr unterschiedlich, ja. Aber wir sind wirklich langsam Reisende gewesen. Mhm. Und wir haben schon, als wir ohne Hund unterwegs waren, waren wir selten über 250 und dann mit Hund haben wir es nochmal drastisch reduziert. Da haben wir eigentlich versucht, nicht mehr als 100 zu machen pro Tag. Und auch immer mal wieder, also wir haben ja auch von unterwegs gearbeitet, ich will jetzt gar nicht dieses Kapitel groß aufmachen, aber deswegen haben wir auch immer mal wieder 1-2 Tage oder auch mal ein bisschen länger sind wir dann auch an einem Ort geblieben, wo wir dann einfach gearbeitet haben und auch Fotos aufarbeiten und sowas. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Jeden Tag fahren geht auch nicht. Und dann, ja, so, ich würde sagen, im Schnitt waren es 200 vielleicht pro Tag. Mhm. Ja, ich kann allen Zuschauern nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen bei Moped-Hikern, im Blog. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und wir haben auf jeden Fall, es war sehr spannend, euch zuzuhören und für mich war es sehr spannend, diese Vorbereitung, euren Blog zu lesen, eure Bilder zu sehen und da so ein bisschen was rauszuholen und es war sehr schön, dass ihr da wart und ich, wie immer bei unseren Gästen, die hier sind, die haben die Möglichkeit, uns sich zu verewigen auf unserem schönen Ortsschild. Und ihr habt auch einen Sticker dabei, natürlich. Ja, ich übernehme das jetzt mal, wenn du den Hund auf dem Schoß hast. Ja. Deswegen könnt ihr euch da ein Plätzchen suchen. Das wird immer voller und voller. Irgendwann müssen wir auch anfangen,
die Stadt Rauschenberg zuzukleistern. Gut, das können wir jetzt noch verhindern. Ja, solange es verhindert werden kann. Unbedingt. Aber ihr könnt ruhig auch schon. Ecke aus Korn. Ist das gerade, ja? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Wunderbar. So. Ja, ich glaube, das war ein sehr schöner Livestream-Auftakt in unser neues Jahr. Und ich hoffe, wir haben euch da draußen viel gut unterhalten können und Fernweh geweckt und euch inspirieren. Und hier sind auf jeden Fall viele Fotos, die man sich noch angucken kann bei unseren Gästen. Und ja, dann sagen wir Dankeschön. Danke auch. Ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Sehr schön, dass ihr da wart. Und wir verabschieden uns. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos hochladen. Und das machen wir ja regelmäßig. Livestream gibt es schon. Darf ich das eigentlich verraten, was unser nächster Livestream ist? Darf ich verraten? Kawasaki wird nämlich bei uns zu Gast sein. Und zwar schon am 11. März. Die kommen hier mit ihrem Truck vorbei und stellen neue Motorräder vor. Und da machen wir einen Livestream aus dem Truck. Wow. Ziemlich exklusiv. Und da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Und bleibt dran und schönen Abend. Und wir sagen nochmal Danke. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Gute Reise. Perfekt.